Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Wars Outlaws mit mir, dem Jan. Aufheben. Giorga. Engo. Gibawa Stukta. Verkaufen. Lass ich mal. Perle Ausgrabung. Bereit, Nix? Warum nur? Okay, was haben wir denn hier? Ist einfach schon wieder ein neuer Händler. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Halt dich fest, Nix. Okay, hier war ein Händler. Bist du bereit? Datenbank Welten. Sales Hand. Bei Saleas Hand handelt es sich um einen großen Baum, dem in der akivanischen Geschichte Bedeutung zugemessen wird. Zahlreiche Geschichten und Gedichte erzählen von Treffen und Wiedervereinigungen unter seiner Krone. Der Baum selbst steht unter dem Schutz des Satraps. Thank you.
Kammer hier hin. Da durch? Willst du mich verarschen? Hallo? Hä, wieso kann ich nicht aussteigen? Hab eigentlich schon abgeschlossen gehabt, ne? Ich sag's, wie es ist. Ich glaube, ich muss mich mit den Pikes wieder gut stellen, ein bisschen versuchen. Ahiako-Tempel. Das Volk der Ahiako hat vor seinem Aussterben zahlreiche Tempel hinterlassen und viele von ihnen enthalten hochmoderne Technik, die auch heute noch Architekten auf Akiba inspirieren. Historiker enträtseln noch immer die Bedeutung verschiedener Gebäude und Tempel und man stellt immer mehr fest, dass die Ahiako ein komplexes Volk mit verschiedenen Geistesrichtungen waren. Pike-Kristallmine. Das Pike-Syndikat hat auf Akiba Fuß gefasst. Neben dem üblichen Gewürzhandel und weiteren illegalen Interessen befassten sie sich außerdem mit dem Erwerb von Export bestimmter wertvollen Kristalle, die man auf dem Planeten findet. Fest, Nix!
Der Hof geht immer weiter runter. Wo bin ich denn mittlerweile? Ich habe so das Gefühl, dass ich da nicht so einfach reingehen kann. Geht's aber auch nicht rein. Frage ist, gibt es da noch einen anderen Weg rein? Ja. Okay, ich kann hier einfach rein. Zeigen wir mal, wie leise wir sein können. Nix, jetzt kein Mucks. Siehst du was? Geht klar. Die haben solche Hunde bei sich.
Ist hier jemand? Was siehst du? Nix. Das Terminal. Alles klar. Jag das Fass hoch, aber pass auf. Das ist was Feines, Nix. Zugangskarte liegt da hinten irgendwo. Nix. Jag es hoch. Ich bin ein bisschen überfordert. Mich nervt dieser Typ hier mit dem Hund. Was mit dem hundartigen Tier? Hol das Bagdanex. Sehr gut.
Ich hab verkackt. Was soll ich gegen den Typ machen? Weißt du was? Warten. Um 11.10 Uhr. Was auch immer ich da zuletzt gemacht habe. Ich hab nämlich jetzt gerade nicht so. Na, guck mal, ich hab noch einen guten Ruf. Also die Karte erstmal nicht. Da hinten ist meine Hauptmission. Geht's denn hier raus? Ja. ND, hier ist so eine seltsame Klippe. Ich nehme an, du sprichst vom Hexenfinger. Um ihn ranken sich zahlreiche Legenden. Die gehen sicher alle gut aus. Ja, nein. Okay, dann fahre ich halt dahin und würde jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.